Herzlich willkommen zurück zur. Ah, es juckt! Herzlich willkommen hier zurück, weiterhin zu einer kleinen Gruselstunde. Können wir hier irgendwas machen? Werfen. Ah! Projekte sind immer noch falsch. Dr. E. Fotze! Ich habe gelesen! Alter, da hat mir der mir gleich 15 Leben hier wieder runtergekloppt. Das war ein dummer Zufall, Alter, dass ich das gemacht habe. Leute. Was ist das? Hier möchte ich gerne rein. Und da sind überall Sachen. Und oben ist hier irgendwo ein Loch. Leicht ist das ja so. Okay, wir waren da drinne. Wir haben hier eigentlich auch alles durchsucht. Ja, da kommen wir nicht rein. Keine Ahnung. Da hinten war noch... Ah, wartet mal. Hab mal gerade bei mir oben Klick gemacht. Hier waren wir ja. Was ist das hier? Was ist das? Steuerpanel-Defekt. Das bedeutet, wenn ich das heile mache, komme ich hier rein. Down und Enter. Circuit Floor. Scheiße, vielleicht hätte ich doch erst das Ding in Skillen sollen. Ach, fuck, Alter. Egal, komm. Weiter geht's. Wir werden ja noch mehr Punkte bekommen. Hier vielleicht noch irgendwas drunter. Oder hinter. Keine Energie mehr. Ausdauer ist auch mega wichtig, glaube ich. Da ist nichts. Ist hier irgendwas? Man weiß ja nie, Leute. Haben wir durchsucht. Auch nur ein dummer Zufall, dass ich hier oben war. Ja, ich würde sagen, wir müssen jetzt weiter. Da hinten haben wir alles durchsucht. Wir waren auf der Frauentoilette, wo ich eigentlich nichts zu suchen habe. Aber gut. Bist du sicher? Ja? Warum nicht? Warum soll ich nicht sicher sein? Wir haben doch eigentlich alles gemacht. Also meiner Meinung nach haben wir alles gemacht, außer dass wir den Safe nicht aufgekriegt haben. Und die Tür nicht aufgekriegt haben. Aber wo sollte da der Code sein? Aber wir können doch immer wieder zurück. Es wäre doch blöd, wenn wir nicht zurückgehen könnten. Denke ich. Okay. Wie gesagt, die Ladezeiten könnte man ein bisschen verbessern. Aber sonst alles gut. So, Blick-Taste drücken. Neue Gegenstände wurde in deinen Trainer in deinem Büro hinzugefügt. Aber wir könnten jetzt zurück. Ja. Also wir können auch zurückgehen. Okay. Sie haben es geschafft. Bereit für Ihren ersten Blick auf die echte Welt? Wie auf die echte Welt? Ich bin doch hier. Erste Hilfe.
Lol. Wollt ihr mich verarschen? Ich bin im Weltall. Das ist nicht... Das ist nicht euer fucking Ernst, oder? Das ist nicht euer fucking Ernst. Ich bin im Weltall, Leute. Ich muss Leben recken. Ich würde auch gerne interessieren, wie ich vielleicht die Rüstung verbessern tue. Aber vielleicht lernen wir das noch. Alter. Wieso bin ich im fucking Weltall? So, 100. Wir müssen auf jeden Fall hier anheben, skillen, Leute. Also auf jeden Fall. Wir können auf die Männertoilette, wo wir noch was wegheben können. Wo wir vielleicht den Code von dem Dingens kriegen, von dem Safe oder so. Was ist das? Lol. Wollt ihr mich verarschen, dass meine... T drücken. Talas 1 steht unter der Erkundung offener Mitteilung der Schrullen und auf. Kannst du dir die Lobby bla bla bla. Kann ich Karte aufrufen? Ja. In Ebene 1. Karte, Inventar. Talentpunkte, Status, aktiver Status, keine. Haben wir ohne Ende Daten, E-Mails, Audiologs, alles wird gespeichert, Leute. Alles? Wie geil ist das denn? Forschung, Statistiken. Simon hat eine E-Mail von erwähnt und der Forschungsdaten der Quarantäne aufbewahrt. Offenbar befindet sich gleich mit einer Schlüsselkarte zu einem Quartier im Traumzentrum. Optional. Karte ansehen. Ebene 2. Weiter. Wahnsinn, was man einfach hier alles machen kann. Ich drück mal ganz kurz hier auf Speichern. Guckt euch das einfach mal an. Aus wie der Mond. Guten Morgen, Talos. Frühstück wird bis 9 in der Kantine serviert. Okay, und wie soll ich jetzt hier wieder wegkommen? Das war nicht so geplant. Ich habe ein bisschen geträumt und wollte mir die schöne Aussicht angucken. Wieso ist der da einfach rübergegangen? Haben doch hier nur gestanden so. Bin ich doch auf die Leertaste gekommen? Ja, wo fangen wir an? Einfach mal ein bisschen. Ja? Sieht immer gleich aus, ne? Keine passende Schlüsselkarte. Okay, das ist ja die Aufgabe, die wir auch noch haben.
Achtung! Die Stationsleitung meldet Alarm. Begeben Sie sich unverzüglich zum nächsten Sammelpunkt und warten Sie auf weitere Anweisungen. Du Fotze, hör auf, mich immer so zu erschrecken! Mann! Ich muss immer nebenbei Wasser trinken, das ist ziemlich wichtig. Immer wenn ich Wasserspender sehe, wirklich auf Trinken drücken. Da muss ich mich mit euch da nicht 5 Stunden in einen so einen Behälter aufhalten und... Alter! Ja Leute, das ist wirklich... ekelig. Blödes Arschloch. Ey. Ich hab's genau gesehen, was du getan hast. Botze. Bin doch nicht blöd. Wieso kann ich den nicht anheben? Vielleicht weil der verschraubt ist. Lol. Wo sind wir? Toiletten. Hier sieht nichts. Logisch aus. Oh Leute, ich bin wirklich mega vorsichtig, ich weiß. Ich hab so viel Schiss, Alter. Ja, aber hier ist nichts, Leute. Gar nichts. Ja, unsere Taschenlampe ist fast in der Leere. Wieder Wasser trinken. Warum liegt da eine Klopapierrolle? Okay. Nein. Ich muss unbedingt mein Leben recken. Vielleicht mit Wasser trinken, aufdrehen. Lesen, Auszug aus dem Artikel. Treppen in dem Himmel. Meine Fresse, Leute, jetzt ohne Scheiß, ey. Pff. Wahnsinn. Aber irgendwie geht meine Rüstung ziemlich im A. Ich spüle einfach mal. Ich weiß nicht, ob das irgendwas bringt irgendwann mal. Okay, wir müssen auf jeden Fall jetzt mal gerade ein bisschen Leben recken. Ich weiß, es dauert ein bisschen, aber ich habe nichts dagegen. Auf sowas. Weniger Midi-Packs benutzen ist 100-mal besser. Ich glaube, ich werde
jetzt sagen, vielen Dank fürs Einschalten. Wir hören uns auf jeden Fall morgen wieder. Und dann recke ich mein Leben und morgen geht es dann hier weiter, wenn ich volles Leben habe. Sag auf jeden Fall vielen, vielen Dank. Bis morgen und lasst es mir wissen, ob es euch das Projekt gefällt oder nicht. Lasst ein Däumchen da. Bis dann. Tschüss.